Willkommen zurück zu Grandia mit zwei Spielern. Hallo. Jade Busts, Kontrollraum, Treppe. Yay, eine Treppe. Wir sind kurz davor, dass General Baal wie ein Mann abtritt, weil Mullen die Kontrolle übernommen hat. Oh, ein Maschinenraum. Yay. Ja, ich würde sagen, wir machen Abstecher zum Maschinenraum. Dampfmaschinenraum. Juhu, wir können wieder Maschinen angucken. Mein Name ist Bruss, Hauptmann Bruss. Ich bin ein Mechaniker. Ich bin als Mechaniker hier. Sicher, es ist da drin dunkel. Ich kann kaum etwas sehen. Ja, wir versuchen Strom zu sparen. Ich brauche sowieso kein Licht. Ich kenne ja jeden Winkel. Oh, richtig. Geht nicht durch diese Türe, okay? Oben auf dem Dach ist es gefährlich. Ich gehe definitiv durch diese Türe. Was steht auf dem... Kann man das Ding da lesen? Nein. Oh. Schon versucht. Wieso versucht... Man kann nicht an ihm vorbei. Er ist eine Wand. Super. Hier geht's tatsächlich nicht durch. Fies. Genial. Ja, dann war's das wohl. Bruce wollte sich nur mal vorstellen. Jetzt geht's zum Kontrollraum rauf. Mal gucken, ob Mullen und Baal hier sind. Sieht doch gut aus. Geh nicht auf die... auf das Dach. Was tun wir wohl? Der geht auf das Dach. Wir haben den Kontrollraum eingenommen. Die J-Basis ist jetzt unter der Gewalt des Oberst. Den Kontrollturm, aber macht ja nichts draus. Whatever. Gleich in grün. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Untergang von General Baal erleben würde. Aber es war nicht zu ändern. Er war für den Tod von so vielen Soldaten verantwortlich. Ja. Ja. Das ist ein leicht größten Wahnsinn. Wie viele haben wir davon wohl getötet? Viele. Viele, viele, viele. Was macht ihr denn hier? Unbefugten Zutritt verboten! Macht, dass ihr wegkommt! Nein. Du hast kein Schild mit Elternhaften für ihre Kinder an der Wand angebracht. Er ist überhaupt nicht abschreckend genug. Ich frage mich, wer gewinnen wird, Oberst Mullen oder General Baal. Was uns Gefreite angeht, genießt der Oberst unser Vertrauen. Dahin geht unser Gehorsam. Das ist schön von euch. Vielleicht wärt ihr jetzt mal lieber bei eurem Oberst dabei und würdet ihm helfen. Ich meine nicht, dass ihr wirklich helfen würdet, aber wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee gewesen. Wo gehen wir jetzt lang? Keine Ahnung. Ich gucke mich auch gerade nur sinnlos um. Muss da eine Treppe, irgendwas sein? Der Pfeil da oben rechts macht nur lustige Drehungen, also hilfreich ist ja gerade nicht der Kompass. Vielleicht können wir jetzt durch den Maschinenraum? Ich glaube zwar nicht, aber irgendwas fehlt hier, oder? Wir haben noch nichts getriggert oder so. Irgendwas machen wir falsch, habe ich das Gefühl, ja. Nimm ich mal durch. Das ist Bruce. Wir können hier nicht falsch sein, oder? Ich muss irgendwas übersehen haben. Da ist irgendwo garantiert eine Tür, die ich jetzt nicht gesehen habe. Kann auch sein, dass du eines von den Offizierquartieren nicht durchsucht hast, aber das sollte es nicht sein, oder? Zack, kann doch nicht sein. Da war auch nichts Sinnvolles zu sehen. Ich habe mit euch geredet. Dann muss ich... Ich sehe nicht, der sieht auffällig aus. Was hat ihr denn hier? Und Fuß Zutritt verboten? Verwirrt. Ist das hier etwas? Können wir auf der anderen Seite vielleicht irgendwas sehen? Was ist hier? Sieht ja auch nicht aus nach irgendwas. Ich würde sagen, hier ist auch eigentlich nichts. Dann lass uns nochmal durch den Kommandoraum durchgehen, aber irgendwas fehlt hier doch. Definitiv. Irgendwas fehlt hier definitiv. Immer diese Warterei. Jetzt bin ich konfus. Okay, wir gehen wieder in den Kontrollraum und dann werden wir wohl nochmal nach unten latschen. Irgendwo, irgendwas muss ja doch sein. Wir sind ja doch nicht im Turm der Versuchung. Hier sind doch keine geheimen Wände, wo sich der Weg dann auftut, damit man endlich weiterkommt. Diese Flügel sind das auch ikarische Flügel, vielleicht. Fena, willst du nicht irgendwie mal was casten oder so? Warte mal, hier ist noch ein Gang in die andere Richtung. Yay! Das wird das Ziel. Oh! Oh. War der da alleine drin, ernsthaft? Verstärkung! Zu spät für mich! Der Oberst! Hilf dem Oberst! Der Oberst jagte Baal! Baal hatte ein Geheimnis! Gang! In der Ecke! Statue! Nicht sehr kryptisch, aber okay. Bruck. Das Rätsel mit der rumguckenden Statue kennen wir irgendwoher. Ja, schön. Sonst hier irgendwas? Was mit der Statue? Nö. Macht nix. Gut, dann gehen wir weiter. J-Basis, Geheimgang. Ja, hübsch. Mullen! Los! Ach, sieh mal an, wer da ist. Mullen, bist du in Ordnung? Was ist mit Baal passiert?
Justin, warum? Warum hast du Baal den Geisterschein gegeben? Naja, wir mussten Feen das Leben retten und so. Mit dem Geisterstein hast du ihm den Schlüssel zur ewigen Vernichtung gegeben. War dir das denn nicht klar? Nein, du hast es nie erwähnt. Aber ich... Los, Baal muss aufgehalten werden. Oder die Welt. Gaia, er wird... Mullen, bist du in Ordnung? Keine Sorge. Er ist nur Ja. Keine Sorge, er ist nur bewusstlos. Ja. Gut. Dann ist es in Ordnung, er ist nur bewusstlos. Der Baal ist durch den Gang dahin gegangen, wo Gaia gehalten wird. Er hat vor, die Geistersteine zu vereinigen und Gaia zu erwecken. Bitte, Justin, Feener, ihr müsst ihn aufhalten. Cool, wo ist der... What? Ich verstehe. Anscheinend führt das hier zu einer unterirdischen Ruine. Und es sieht so aus, als wäre es benutzt worden, um so eine Art von Anlage zu bauen. What? Baal, da bekommst du mir nicht davon. Fall die Treppe runter. Leiter runter. Unterirdische Bahnruinen. Aha. Bahnruinen? Schön hier. Oh, guck mal, Geld. Total nützlich. Uraltes Geld. Ja, das garantiert aktuelle Währung. Da egal, ist aus Gold. Gelds. Schauen wir uns mal um. Naja, ist noch mehr Geld auf der anderen Seite und hier können wir einfach rumgehen. Oh, hey, ein Heiledingens. Ein Heiledingens. Oh. Ist hier was? Nö, geht nur durch hier. Ja, ist hübsch. Ich dachte, wir können das tatsächlich benutzen. Oh, Gegner. Goblins. Mehr oder weniger Goblins. Komischen Wolfsmenschen, glaube ich. Aber die Slippies sind auch wieder da. Ich guck mir erstmal hier vorne um, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Ewigkeiten später. Ein ziemlich großes Gebiet hier, ja. Oh, da war ein Bildwechsel. Unterirdische Bahnruinen 2. Und wieder zurück. Wenigstens einmal hier durchgucken. Und wenigstens einmal die Gegner hier checken. Wahrscheinlich nichts können, aber zumindest mal checken. Was sind das denn für Gegner? Es sind Hyänenmänner und Skarabäusse. So eine große Truppe. Mach doch mal eine Feuerpeitsche rein, da habe ich jetzt Lust drauf. Schauen wir mal, wie viel die Feuerpeitsche macht. You'll never get out of the way. Ha! Boah, nicht schlecht. Klappt den Rest einfach um. Lierte, greif mal den verteidigenden Skarabäus an. 1-1, nice, gute Arbeit. Justin, du greifst mit den Verteidigungen des Garadeus an. Rap, du greifst mit an. Und. Oh, Falltodon. Ne, Moment, der hat ja keinen Falltodon. Ist trotzdem gestorben. What a finish. Ja, Explosionen und so, ne? Ja. Boah, 1810. Wofür soll man das Geld dann benutzen? Das ist eine Menge. Für so einen random Encounter hier. Ja, ich glaube, wir haben keinen wirklichen Nutzen für so viel Geld. Noch ein paar Mobs, die da so rumguffeln. Vorne geht's noch irgendwo hin. Entschaltet doch alle die Klappe. Ich will wissen, was es hier vorne gibt. Wenn sie mich schon hier lang lassen, muss ja doch irgendwas sein. Wie zum Beispiel Geld. Da ist absolut nichts Wertes. Da war, glaube ich, nichts. Da geht's auch zum zweiten Gebiet. Naja, gehen wir mal weiter. Viele Wege führen nach Rom. Okay. Was ist das hier? Geld. Schön. Was sollen die uns mit dem Geld sagen? Wahrscheinlich wollen sie uns sagen, gibt keine Items mehr. Kriegst jetzt nur noch Geld. Wenn du willst, kannst du damit nochmal komplett rausgehen und dich eindecken. Wenn es unbedingt sein muss. Du sollst jetzt, glaube ich, da hinten... Okay. ...hochgehen über diese Ruine. Ja. Ich war nur verwirrt, dass sie tatsächlich einen Soundeffekt gemacht haben, die komischen Steine da vorne. Slippies! Yay, die hatten wir noch nicht. Du bist dran gegen Stotterer. Ah ja, Stotterer sind es jetzt also. Ah ja. Die aktuellen Schleimgegner. Lierte, geh mal in den Nahkampf und guck mal, was das macht. Schleimgegner mit Tentakeln. Lierte, geh mal nach vorne. Lierte, geh mal in den Nahkampf. Check die mal aus. Fena, du kannst Lierte direkt mal folgen. Zack, bumm, krach, ein Gegner übrig. Rap, Point tot.
Nathan macht mit. Boah, Keule mal wieder hoch. Yay. That was rather simple. Hat die jetzt wohl schon 5 Keulen, der wir gesammelt hat? Die hat so viel Keule bloß gekriegt in letzter Zeit. So viel kann es nicht sein. Vielleicht für ihre 20, Verhältnisse? 25. Ich will mal kurz nachgucken, interessiert mich gerade. Techniklevel von Liette, 31 schon. Ja. Nice. Nicht schlecht. Ne? Im Vergleich zu vielen anderen Waffenleveln. Ich meine, die anderen haben auch mehr Waffen als nur eine einzige zur Verfügung stehen. Und die trainieren die auch schon Ewigkeiten. Eben. Die anderen sind schon länger dabei. Da steht auf jeden Fall eine Kiste unter diesem Wolf, also gehen wir den wohl mal eben mit links in die Tonne kloppen. Du meinst Hyäne. Ja, es ist ein Hyänenmann! Aus Gründen. Mit großen Keulen. Ihr seid jetzt tot. Ganz schön tot. Fallpeitsche. Tot. Overkill! Pretty easy. Wir haben eine Feuerpeitsche. 810 Gold. Wir sind überhaupt nicht stark oder so. Ey, wir sind noch kein bisschen overlevelt oder so. Oder haben gutes Equipment. Schau mal, was in dieser großen Kiste drin ist. Wahrscheinlich irgendein Scheiß. Wahrscheinlich. Papst-Tiara? Jetzt ernsthaft? Ein Papst-Tiara. Das ist Papst-Tiara. Nein, das ist tatsächlich eine Papst-Tiara. Das ist tatsächlich ein Papst-Tiara. What? Papst mit Tiara. Gut. Schlecht, gut. Ja, immerhin. Haben wir was Besseres für Rappy. Rappy, du hast nur scheiß Equipment. Aber ansonsten ist das hier eine Sackgasse, oder? Ja. Wo geht's denn hier weiter? Oder kann man hier durchlaufen? Ach, da kann man durchlaufen, okay. Problem gelöst. Rätsel bestanden. Oder so. Ist noch ein bisschen mehr Geld. Oh, Slippets. Hallo! Ja, gut. Soll jetzt nicht so schwer sein. Stotterer! Vielleicht machen wir mal eine größere Technik, damit der Kampf nicht so lange dauert. Wie zum Beispiel der neue T-Ball. Neue T-Ball! Tee. Ja, ich bin kein T-Fan. Try this, Howler! Auf geht's! Justin explodiert! Tee ist nur ein beliebtes Geschenk, aber nicht für mich. Dolch, Stufe hoch. Nice. Come back with reinforcements. Ja, stimmt, wenn wir schon so riesige Fähigkeiten einsetzen, wäre es ganz schön, wenn wir ein paar mehr Gegner hätten, auf die wir die schmeißen könnten. Das wäre effektiver. Würde deutlich mehr Waffenlevel geben. Gute Sache und so. Gab's hier vorne noch irgendwas, bevor ich jetzt weitergehe? Ich meine da eben, das ist eine große Truppe hier. Wieso blockieren die den Weg? Ich wollte gerade sagen, die scheinen ja irgendwas zu bewachen. Wir werden uns mal vorsichtig hier vorne vorbeischlängeln, sodass wir nur einen dieser Encounter mitnehmen müssen. Scarabeus und Stotterer. Wer ist denn als erstes dran? Joa. Rapper. Nur mal ein Flammengeschoss rein. Und Leta greift an. Flammengeschoss! Take that! Unser allererster Stufe 3 Zauber, den wir gelernt haben in diesem Spiel. Ja, und der ist immer noch ziemlich... verdammt gut. Gut. Boom! Tod und Vernichtung. Greif an, Fehner. Hua. Dann... wer war's? Liette oder Fehner? Ich glaub, Liette. That was an easy victory. Natürlich. Sie muss immer die Schau stehlen. Ist doch scheißegal, was sie macht. Das stimmt. Neben Schau stehlen. Das sind verdammt viel... Ah! Ja, oh, eine große Sichtwelt. Naja, gut. Hinterhalt. Sie haben dich wahrscheinlich gehört. Gegen Stotterer. Mal wieder. Immerhin ist Justin endlich mal vorne. Wobei die Bewegungsgeschwindigkeit von Fehner immer noch den Vorteil bringt. Ich habe aber gerade vor, Get One Secret Move zu benutzen. Du meinst? Dragon King Slice. Dragon King Slice. Wir vernichten einfach alles unter uns. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für alte Ruinen gut ist, was wir hier machen, aber egal. Boom! Axtstufe hoch! Nice, mehr Angriff für Justin. What a finish! What a finish! Plus 2 Angriff. Jetzt machen wir noch mehr Schaden! Hat auch mal eben 66 Punkte gegeben, also. Lohnt sich. Immer noch, Drachen zu benutzen. Yep. Ich sehe denn irgendwas? Hier ist Geld. Worauf, hier kommt gleich gar nichts. Natürlich kommt da nichts.
Das ist einfach nur der Weg zurück. Das ist wahrscheinlich der andere die Weg. Strafe quasi dafür, dass man den anderen Weg nimmt. Dann schlängeln wir uns hier mal langsam wieder vorbei und gehen wieder nach oben. Ja. Ah! Aha. Blöde Viecher. Ein Hinterhalt, na sowas. Hyänenmann, das Spiel will uns noch mehr unter machen. Ja, wir müssen leveln. Wir haben zu wenig Level. Die Weste mit einer Runde Diamantenstaub. Wenn ich jetzt mal ganz stark fühle. Oh, Power of Ice. Der steht da mit seiner Keule. Oh oh. Plötzlich ist er ihm nur noch sehr kalt. Plötzlich Diamantenstaub. Für einen Moment. Und dann merkt er, er hat riesige Eissachen durch seinen Körper durch. Wo sind meine Arme? Pretty easy. Irgendwie spüre ich meine Beine nicht. Das ist merkwürdig. Oh, ich bin tot. So, jetzt aber. Durch hier. Attacke! Da liegt ein Brot. Esst mehr Brot! Es ist ein Rennsamen schon wieder. Denk mal wieder auf Justi. Okay. Hier geht's durch. Weiter geht's zu Bahnruine Nummer 3. Machen wir langsam. Sieht zumindest schon mal nach Fortschritt aus hier. Slippels. Da liegt Geld, das interessiert mich jetzt nicht, dafür gehe ich da nicht hin. Da oh mein Gott, das ist ein Bahnhof. Ja. Ein Bahnhof auf dem Bahngelände, das ist ja. Puh, Jesus. Sehr ungewöhnlich. Ja. Da oben ist noch irgendwas, da sind nur Gegner. Oh, das sieht gar nicht nach. Kiste und Koffer, das wollte gerade sagen, sieht ja gar nicht nach Bosskampf oder so aus. Oh yay, ein blauer Trank. Nice. Ja, dann werden wir uns wohl mal wieder ein bisschen eindecken müssen, weil jetzt definitiv ein Bosskampf kommt. Total unauffällig und so. Geben uns mal. Blautrank, eine blaue Pille, Goldtrank und das sollte dann eigentlich auch schon reichen. Jo Mann. Ein paar Karmesintränke aus. Für den Fall eines Falles. Fling. Okay. Zu Gaias Brutkammer. Ja. Das klingt gar nicht gefährlich oder so. Hört sich sehr gut an. Cutscene Mode. Wir haben ihn gefunden. Den General. Zu spät. Ball, halt nicht weiter. Gaia wird nicht auferstehen. Du schon wieder, Junge. Du kommst zu spät. Noch während wir reden, wird die Macht von Angelo neu erschaffen. Dank deines Geistersteins. Spüre den Atem. Gaias! Ohne Stein werden wir jetzt wahrscheinlich auch versteinert. Das wäre jetzt nicht so gut. Ey, wir haben doch jemand, wir haben noch Leute dabei, die das können. Schick die 3D-Animation im Hintergrund. Ha! Während wir reden, unsere Wurzeln wachsen überall auf der Erde. Du wirst dich auch zerstören. Hör auf! Stopp, Gaia, sofort! Niemand kann mich stoppen! Wir sollen alles Leben nähren! Nur leicht übergeschnappt. Was zum Teufel? Wovon redet er? Wieso redest du überhaupt noch? Keine Ahnung. Wir sollten ihn einfach töten. Er ist eins mit dem Willen Gaias. Seine unersättliche Gier ist das der wahre Grund für Gaias Wiederkehr. Ah, ha, so. Der Ikaria ist auch hier. Die. Willst du mich wieder fangen? Ahaha, unmöglich! Dieses Mal esse ich dich! Schön betont. Ja, er will uns auffuttern. Finde ich gar nicht gut. Ah, er holt wieder seinen Arm raus. Dagegen haben wir schon mit Justin alleine gewonnen, da kann ja nicht so schwer sein. Niemals! Gaia wird gestoppt! Encounter! Endlich brauche ich nicht mehr reden. Gegen General Baal, schon wieder. Sagt er. Schön. Baal mit 6000, G-Tentakel mit 7000. Schön, schön, schön. Ja. Kann nicht so spannend sein, der Kampf. Wir werden jetzt erstmal eine Symphonie spielen, weil wir das mal gelernt haben. Und dann wird Justin
macht erstmal Drachen. Als allererstes machen wir Drachen. Get one secret move! Dragon King Slice! Um mal zu sehen, wie viel Schaden Drachen gegen ihn macht. Schlecht. Nee. Rapper, du darfst. Scheiben? Oder Dämonenwald? Ich bin mir nicht sicher. Mach mal Dämonenball. Der WG-Treffer. Ist mir egal. Dämonenball. Try this one. Uah. Hab ins Gesicht. Nice. Nee. Sternensymphonie. Zeit für Musik! Ja, es ist nur leicht übertrieben. So, unsere Support-Magierin macht mal was Supportiges, ausnahmsweise. So, alle Stufen wurden erhöht. Alle. Fena! Mach mal eine Zap-Peitsche auf ihn. Zap-Peitsche. Ha! Peitsche, eine Stufe hoch, nice. Kein Schaden. Oh mein Gott. Oh, Schlaf. Wie fies. Bum, bum, ouch. Tentakelangriff auf die arme Liette, ey. Die hat's irgendwie mit Tentakel. Kein Schaden. Wird bei Liette. Ja, gut. Dann mach nochmal einen Dämonenball, würde ich sagen. Auf Bali Babal. Dämonenball. Boah. Ist ja schon mal wieder ein bisschen, ne? Down und so. Ja, Liette hat ja auch den Gegenstand an, dass die Schäden unter 20 überhaupt nicht funktionieren. Das stimmt. Because Erde. Er ist offensichtlich nur so stark, dass er gerade mit seinem Geierarm da 20 Schaden macht. Ja, etwas schwach. Boom. Wow! Justin Jesus. Ja, ich sag ja, der Angriff ist vollkommen übertrieben. Weltende. Jetzt übertreibst du es aber auch nicht. Ach. Oh, Doppelgänger drauf. Der will Geiermacht benutzen. Gonna thrash you good. Gonna thrash you good. Pump. Zump. Zump. Pump. 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 Zap. Zump. 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 Macht leider keinen Schaden. Ende der Welt. Das macht auch fast keinen Schaden, nur 1000. Im Vergleich zu dem, was Justin immer macht, Weltende wenig Schaden. Das ist das Problem mit Weltende. Fix Damage. Ja. Weltende ist der Zauber für Leute, die nicht gelevelt haben. Boom! Ja, und dann kann Justin es wohl beenden. Wie wär's denn mit einem Toy? Toy! Oh, jetzt holst du die ganz merkwürdigen Angriffe raus. Thunderpack! Bams! Feuerstufe hoch, dann. Ja. Das war sehr enttäuschend, Junge. Ich bin gespannt, da kommt bestimmt noch was. Ach, Blödsinn. We won, guys! Wow, wow, 10.000 Gold! Und 11.000 Erfahrungspunkte. Ja, gar nicht übertrieben oder so. Stufe hoch, nice. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben General Baal besiegt. Das Spiel ist zu Ende. Wir haben es geschafft. Also, nächstes Mal definitiv Finale. Ja, wir gucken uns jetzt noch das Outro an. Ja, jetzt kommen die Credits und dann, ja, also bis zum nächsten Mal, zum Ende des Spiels. Jo. See ya. Ciao.